Super. Ist das der Knaller? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gutes neues Jahr wünsche ich. Danke. Dranbleiben. Tschüss. Herr Lübling, du moderierst heute meine geile Show. Ja? Hast du mich angerufen heute? Ja, habe ich versucht. Ich konnte nicht. Ja, ich war beim ja, ich hatte ja, du kennst ja meine Mailbox. Warte mal ganz kurz. Du hast ja vorhin gesagt, du willst tanzen, ne? Warte mal ganz kurz. Ich habe dein Lieblingslied. Hörst du das? Ja. Du kannst tanzen. Für dich? Nee, du wolltest. Also stell dich einfach mich vor als Wollen wir unsere Mikros vertüdeln? Was guckt die so, ey? Was guckt die wieder so? Ich hab's. Ja. Oh Gott. Das wollte ich. Genau das wollte ich. Ich bin heute früh aufgestanden und hab gedacht, kann ich das sehen? Weltklasse. Wo stehst du? Weißt du? Was wirst du da so aggressiv? Nee, das fühlt mich aber. Ist das eigentlich von früher? Also, das ist ein Paarungstanz. Ja, das bedeutet, ich möchte ins nächste Jahr 2010 mit mehr Nacktheit. Weißt du? Mich hat es jetzt ein bisschen gewundert, dass du nicht mitgemacht hast. Hast du keine Unterhose an? Ich war schockiert. Ja, es soll ja Moderatoren geben, die tragen nichts drunter. Ich wollte nur mal das Gerücht. Das ist kein Gerücht. Ich wollte mal das Gegenteil einfach beweisen, dass es nicht so ist. Also, dass ich also Sachen drunter. Also, dass ich was drunter habe. Dass ich was drunter habe. Es gibt, also normal hast du nichts. Oder? Na doch, aber. Ich habe gelesen, also ist ja Presse, habe ich gelesen, dass du. Also jetzt mal abgesehen, das sieht man ja an deinem Tanzstil, dass du früher da auch... Ich war Tänzer, du warst das Tänzer. Ist korrekt. Ich habe eine Ausbildung als Tänzer. Was war das? Das war erstmal, habe ich ja, ich war Stripper früher, an der Stange, habe einen geilen Körper und hab halt die ganzen Frauen, die kamen und das gesehen haben, reihenweise weggenagelt. Was, ne? Verschnackselt, meinst du? Was muss er raus? Er muss raus? Welche Eltern? Seine Eltern? Oh, meine Eltern. Nee, meine Eltern haben keinen Fernseher. Die haben keinen Fernseher, tatsächlich. Die sagen, die sind ja beide, also sind Ärzte, kommen aus der ersten Familie, die sagen wegen der Strahlung. Warum hast du das jetzt gesagt? Wie? Was denn? Ne, das, mit den Ärzten. Naja, wegen der Strahlung, wegen der gesundheitlichen Strahlung. Die haben Krupis. Ich wusste, dass hier Groupies sind. Das sind meine Fans. Die habe ich eingeladen. Das sind meine Fans. Ey. Ist das Inkognito-Fernsehen? Das ist nicht mein Fan. Willst du nicht gezeigt werden? Sicherheit. Sicherheit! Hier. Können wir mal ganz kurz... Wir können ja Fragen stellen, oder? Ja. Du sprichst ja mit verstellter Stimme, oder? Wird das verzerrt? Ja. Man kann ihn nicht hören, weil dieses kleine hässliche Entlein kein Mikrofon hat. Weißt du? Das kannst du jetzt aber so nicht sagen. Handkeule kommt. Kann man ihn hören? Kann man ihn hören? Wir müssen das. Ist er das, der mit dir getanzt hat an der Stange? Ist er das? Genau, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt, das ist ja Überraschung für dich. Ja. Das ist ja. Ich bin jetzt nicht eingeweiht. Der ist nicht eingeweiht. Wir haben ja das Thema, das Max früher gestrippt hat. Und jetzt haben wir eben deinen Stripper-Freund. Hast du ein Problem, dass ich mit meiner Nacktheit Geld... Weißt nein. Du musst mich jetzt nicht anmachen. Hast du ein Problem, dass ich mit meiner Nacktheit Geld verdient habe, oder was? Ich wundere mich, wie du weißt überlebt du? Hast. Das ist ja das Problem, wenn du damit Geld gemacht hast. Ich habe einen Körper und habe mit meinem Körper überlebt. Nein, er hatte... Nein. Nein, er hat gar nichts. Er hat mich schon damals gemobbt. Willst du hinter die Wand? Willst du hinter die Wand? Er will vielleicht hinter... Er ist hinter der Wand. Er hat mich schon damals gemobbt. Warte ganz kurz. Und deshalb habt ihr ihn eingeladen. Nein, haben wir nicht. Jetzt beruhig dich. Setz dich doch mal bitte hin, Max. Jetzt mal langsam. So. Ja, bitte. Der Name ist natürlich jetzt nicht richtig. Das ist ja jetzt, also er ist Ich ist weiß, aber, wer er ist. Nein, du weißt es nicht. Es ist ja nicht Die sein Fragen Name. Müssen aber fair gestellt nein, sein von dir. Ganz kurz. Also wir, dein Name ist, also es ist jetzt nicht dein Name. Du weißt nee, das, aber also es ist der andere. Ist, wie? Klaus. Klaus. Ich weiß, wie er richtig heißt. Nein, du weißt es nicht. Das ist ja Klaus und du kennst Klaus nicht. So, ist ja nicht sein richtiger Name, oder? Warum bin ich jetzt hier? Die Stange. Ja. Es geht um die Stange. Das ist ein Perverser. Nein, gar nicht. Die Stange, wie war die?
Die Stange war silberfarben. Und das Problem war, dass jedes Mal nach dem Auftritt von Max wir die Stange reinigen mussten, weil Spuren von... Langsam. Ja. Ganz kurz. Nein, beruhig dich. Jetzt darf ich was dagegen sagen. Warte ganz kurz. Die Stange war silbern. Die Stange war silbern. Ja, aber jetzt will ich ja was dazu sagen. Nein, noch nicht. Er hat doch gesagt, ich soll sie anfeuchten, damit er besser rutschen kann. Das hat er doch damals gesagt. Schnitt, Cut. Cut, wir blenden aus. Klaus, Max, beruhige dich. Gehe in dich. Schwein! Nein, so geht das nicht. Wir können so nicht, da müssen wir den Sicherheitsdienst so... bitte, Klaus, muss aus dem Studio. Max ist zu aufgeregt. Schwein! Das ist Emotionalität. Lass es raus. Lass es raus. Lass es raus. Schwein! Wir müssen schneiden. Das ist es! Angepinkelt! Entschuldigung, Max, beruhige dich. Emotional, geh raus, komm, geh raus. Geh in deinen Raum. Schnell, komm. Klaus! Entschuldigung, meine Damen und Herren. Das war nicht vorgesehen. Das sind Themen, die die Welt bewegt. Ich bin jetzt auch noch emotional aufgewühlt. Das ist hart. Können wir an dieser Stelle kurz mal ins Schwarzbild gehen, weil ich muss mich sammeln. Können wir das? Ist das technisch möglich? Kurz Moment, meine Damen. Ich muss jetzt ganz kurz auch mein Kollege. Wir machen ganz kurz, wir setzen eine Schwarzmatz, meine Damen und Herren. Sie sehen jetzt einen Film, der nennt sich Schwarz. Ist in 3 Sekunden, Tyler. Meine Damen und Herren, Achtung für Sie. So, Max, was ist los hier? Das kannst du nicht machen.